Ach, ich sehe, du hast da einen Computer. Ja, ich bin Geisteswissenschaftler, Computer. Ich würde am liebsten mit Tontäfelchen arbeiten. Da ist die Frage der Langzeitarchivierung auch viel geklärter. Ist mir bekannt, aber die Fragen der Handhabbarkeit sind ja Fragen, die uns schon in Vorbereitung dieser Sache durchaus beschäftigt haben. Wir sollten eigentlich hier die große LPT-Studie vorstellen im Auftrag der DFG. Die sollte schon lange fertig sein, aber sie ist genau das, was ja auch so sehr verschämt im Programm steht. Sie ist Preprint, sie ist noch nicht fertig. Dafür gibt es natürlich jede Menge gute Gründe, also Ausreden, jede Menge Probleme und Hindernisse, die nicht absehbar waren. Angefangen zu Beginn der Arbeit schon, dass schon der vorgegebene Titel der Studie Problem dargestellt hat, das Akronym, man braucht immer ein Akronym für einen Antrag, im Akronym hieß es dann WEQQDFGQSOLPTDBESBFHMWGF Vorstudie als Abkürzung für die wissenschaftliche, empirische, quantitative und qualitative Vorstudie im Rahmen der DFG-Qualitätssicherungsoffensive über Charakteristika des Leibniz-Preisträger-Daseins unter besonderer Berücksichtigung von Fragen zu Haupt- und Nebenwirkungen von grenzenloser Freiheit. Also nachdem das Akronym schon nicht in Excel reingepasst hat, hatten wir dann eben auch Probleme mit den Daten. Es gab dann auch ganz andere Probleme noch. Die Ethikkommission der DFG, die natürlich zuständig ist, immer dann, wenn man Versuche am Menschen macht, in diesem Falle Fragebögen, greift ein. Wir können jetzt schon sagen, alle Daten, die wir erhoben haben, haben wir streng anonym erhoben. Die Auswertung unterlag strikter Vertraulichkeit nach DFG-Standards zu Tier- und Menschenversuchen. Wenn Sie mehr wissen wollen, haben wir jetzt keine Zeit dafür, aber die Ethikkommission der DFG gibt Auskunft. Gerne. Ich muss Ihnen freilich noch ein zweites Problem unserer Studie Vorstudie. Nein, entschuldigen Sie, die dritte Silbe war Lepette. Gut, also ein weiteres Problem dieser Studie mitteilen. Wir wollten Ihnen eigentlich sehr gern am Ende des heutigen Abends wie auf Jahresversammlung der DFG so eine hübsche bunte Broschüre mit den Ergebnissen der Studie überreichen. Beziehungsweise auf CD. Nicht für die Naturwissenschaftler. Also jedenfalls wollten wir Ihnen gern sowas überreichen, aber es kamen schwere Einwände gegen die Methodik der Studie, gegen das Material, die Signifikanz, die Akzeptanz vom Präsidium, von der Generalsekretärin, von den Fachkolleginnen. Sie merken, die ganze Studie ist vom Tisch gewischt worden. Wir mussten völlig neu ansetzen. Und wir haben gedacht, wir setzen so an, dass wir eine repräsentative Umfrage durchführen, unter Ihnen heute Abend. Sie wissen, es hat ja heute Vormittag schon eine Umfrage gegeben. Wir können mit ganz anderen Zahlen arbeiten. Was sind schon 185 Menschen angesichts dieses reich gefüllten Auditoriums? Und Sie werden auch merken, wir haben Fragen gestellt, die tiefschürfender sind, und da wir schon zwei sind, können wir eine unipolare Zustimmung, von der heute Vormittag die Rede war, ja gar nicht vorgeben. Es muss mindestens eine bipolare Zustimmung sein. Wir konnten uns überraschenderweise über eine Sache einigen, nicht den Kühlschrank, wie Sie jetzt vielleicht denken werden, und das Vorhandensein des Kühlschranks, sondern darüber, dass Gliederung wichtig ist. Und wir präsentieren Ihnen einfach die Gliederung, die wir in dieser Studie ursprünglich auch geplant hatten. Eine Gliederung, die seit Tontafelzeiten besteht, Anfang, Mitte, Ende. Also das Ganze steht unter den drei Buchstaben LPT, nur dass wir das von hinten aufzäumen. Genau, so ein bisschen Variatio muss schon sein. Wir beginnen mit der Typologie, also was ist ein Leibniz-Preisträger? Sie ahnen, bei Typologie wird etwas stilisiert, macht nichts. Frage 2, die output-orientierte Frage in dieser modernen französischen Fremdsprache, in der wir alle Anträge stellen. Was tut ein Leibniz-Preisträger? Ja, und jetzt müssen wir irgendwozu noch wissen, wozu wir den Theologen brauchen, der nicht weiß, was im Kühlschrank ist, aber auch nicht drüber reden kann. Ist ja ein bisschen langweilig, und deswegen haben wir uns als dritten Fragenkomplex dazu entschieden. Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat gesagt, den Leibniz-Preis umgibt eine Sakralität. Und deswegen werden wir als dritte Frage
die Frage nach der Hagiographie stellen, welche Aura umgibt eigentlich ein Leibniz-Preisträger? Und wenn Sie diese drei Fragen uns beantwortet haben, sind Sie auch schon erlöst. Also wenn Sie so ganz theologisch, nicht? Erlöst. Wenn Sie es unter die drei Buchstaben LPT bringen wollen, dann fangen wir also mit T an, der Typologie. Danach kommt dann P, die Produktivität, und L dann die Hagiographie, vulgo Lobhudelei. Unsere erste Frage haben wir sehr sorgfältig vorbereitet. Als wir heute Morgen zusammenstanden, fiel uns auf, ganz viele Leute trugen Oxforder College-Slips. Du übrigens, ach nein, das ist ja FU, das ist die Gottes Willen. Universität Berlin. Also das ist für einen Humboldtianer schwer zu sehen. Also jedenfalls ganz viele Menschen trugen Krawatten. Und deswegen haben wir beschlossen, eine erste Frage nach den Krawatten zu stellen. Nun ist das ja natürlich, Marlene Dietrich spricht scheinbar dagegen, auch wieder eine ganz männliche Frage. Deswegen gibt es vielleicht dann auch noch eine zweite Frage nach der Stilsicherheit. Aber stell du doch mal Fragen. Wir können gleich anfangen mit der Frage der Stilsicherheit. Wir versuchen ja, den Leibniz-Preisträger zu verstehen. Und jetzt brauchen wir ein kleines bisschen Publikumslicht. Die erste Frage ist, halten Sie die LPTs, also die Leibniz-Preisträger, als solche für stilsicher bei der Krawattenauswahl? Sie haben alle diese wunderschönen Stimmkarten bekommen. Da sind jetzt auch die rot-grünen blinden Männer ein bisschen benachteiligt. Wenn Sie der Meinung sind, ja, im Allgemeinen und im Großen und Ganzen sind LPTs stilsicher bei der Krawattenauswahl, dann bitte die grüne Seite der Karte zu uns, also ja, die grüne Seite zu uns. Wenn nein, wäre das die rote Seite in unsere Richtung. Können wir mal Karten sehen? Zähl du mal links, ich fange mal rechts, glaube ich, an. Fängst du eigentlich hinten an? Wir werden nicht ganz durchzählen können. Die Fernsehkameras laufen ja mit, die statistische Auswertung später. Das sieht aber sehr bitter aus. Eine knappe rote Mehrheit, also nicht. Nicht im Allgemeinen stilsicher. Wir sind hier aber ja auch an deiner Krawatte, nicht? Wir sind hier im quantitativen Bereich immer noch. Deswegen auch die Frage, und insbesondere jetzt von den LPTs im Saal, aber auch von denen, die solche LPTs beobachten, haben die typischerweise nach dem Leibniz-Preis mehr Krawatten im Schrank oder eher weniger? Mehr wäre also ja, würde ich gerne wieder grün sehen, wenn weniger wäre eher rote Farbe zu sehen. Also Karten hoch. Ist eher grün, also ja, mehr Krawatten nach dem Preis. Dann würde ich vorschlagen, behalten wir unsere Krawatten an, um das Ergebnis nicht zu falsifizieren. Wir haben uns immer überlegt, wir lesen Ihnen zwei oder drei der repräsentativsten Umfrageergebnisse vor, die in der leider von der Leitung der DFG verworfenen Ausarbeitung nachzulesen werden. Der erste Fragebogen, den wir Ihnen auszugsweise zur Kenntnis geben, natürlich völlig anonymisiert, stammt von einem Experimentalphysiker Jürgen M., 1992, Universität Konstanz. Irgendwoher kenne ich den aus der Humboldt-Universität. Jürgen M. Und der schrieb, mir reicht eine Krawatte, die mit dem Helmholtz-Logo, von der habe ich vier, eine trage ich gerade, eine im Büro, der vierte hat der Fahrer. Moment, eine gerade, eine im Büro, der vierte hat der Fahrer? Für Notfälle. Nur, was mache ich um Gottes Willen, Theologie ist überall, was mache ich um Gottes Willen eigentlich ab September? Da brauche ich wohl vier neue Krawatten. Gut, hast du auch noch Ich habe auch einen Fragebogen, ja. Matthias K., Ingenieurwissenschaftler, 1997, Leibniz-Preis, damals Uni Cottbus, heute Dortmund, schreibt, Krawatten, naja, habe ich schon, aber wichtiger ist doch der gelb-schwarze Schal, oder? Dieser Schal ist unglaublich windschnittig, schreibt er, den haben wir bei uns in Dortmund im Windkanal erprobt. Sagenhafte Ergebnisse. Zitat Ende. Haben wir doch gut anonymisiert, nicht? Gut. Ja. Wir kommen zum zweiten Fragenkomplex. Was tut ein Leibniz-Preisträger, was tut eine Leibniz-Preisträgerin? Wenn Sie heute Vormittag da waren, kennen das die märchenhafte Freiheit, die grenzenlose Freiheit, die allein die Leibniz-Preisträgerinnen und Leibniz-Preisträger im versklavten deutschen Wissenschaftssystem haben. Aber da gibt es ein kleines Problem.
die vielen Fragebögen, zum Beispiel unsere, die vielen Presseinterviews, die Ehrenämter, Beiräte, Feierlichkeiten, Feierstunden. Wie ist das? Halten die jetzt von der Arbeit in der Wissenschaft ab? Das haben wir auch gefragt und das fragen wir Sie jetzt zunächst. Glauben Sie, dass die vielen Ehrenämter und Verpflichtungen, Feierstunden, Fragestunden die Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträger vom Arbeiten abhalten? Grün wäre ja, rot wäre nein. Da sehe ich rot, aber auch sehr, sehr viel grün. Also eher ist die Gefahr, dass Gremien, Fragestunden und so weiter von der Arbeit abhalten, ist dir ja auch ein bisschen passiert, oder? Mit mir? Wo? Wann? Wir sind hier nicht Thema, okay. Ach so, ja. Vielleicht gut. Jetzt noch mal sozusagen. Ich gehe eigentlich ganz gerne in Beiräte. Muss man nicht so viel arbeiten. Detailauswertung, wenn mal nur die anwesenden Leibniz-Preisträger sozusagen eigene Erfahrung, ist es so, dass Gremien und Fragebögen von der Arbeit abhalten? Grün wäre ja, oder ist es eher was, was beflügelt? Da sehe ich jede Menge Grün. Und ein paar rote, das ist auch schön. Okay, wunderbar. Aber das ist ein ernstes Thema, also eine noch nicht publizierte, aber immerhin real existierende Studie, die von George Borchers und Kirk Doran, Harvard University, die erscheinen wird in den nächsten Monaten, offenbar Prizes and Productivity, How Winning the Fields Medal Affects Scientific Output, wird erscheinen in Human Resources, haben die studiert Fields-Medaillengewinner. Das ist also der größte Preis, den es in der Mathematik gibt für Wissenschaftler mit höchstens 40 Jahren. Und diese Studie hat verglichen Fields-Medaillisten sozusagen mit den schärfsten Konkurrenten, die dann eben die Medaille nicht bekommen, die man aber mit verschiedenen statistischen Tests ja eben auch identifizieren kann. Und eine der Beobachtungen der Studie war, ich zitiere, die Studie findet einen starken negativen Einfluss der Medaille auf die Produktivität. Die Preisträger schreiben 25% weniger Aufsätze nach der Verleihung der Medaille. Und diese werden auch weniger zitiert. Unilaterale Erfolgsgeschichte. Jetzt könnte man annehmen, dass sich die Fields-Medaillisten vielleicht dann einfach mehr um ihre Studierenden und Postdocs kümmern. Aber Ergebnis der Studie, die Preisträger haben auch etwas weniger Studenten und Postdocs nach der Medaille als davor. Erklärungsversuche, vielleicht einer der positivsten, der dann in der Auswertung drinsteht, ist, vielleicht wäre es so, dass der Preis in diesem Falle die Fields-Medaille zu einer größeren Freiheit führt, auch den eigenen Interessen zu folgen. Das führe zu größerer kognitiver Mobilität. Die Preisträger würden also vielleicht zumindest teilweise Spezialgebiet oder sogar das Fach wechseln. Und das würde dann zumindest zeitweilig die kleinere Produktivität erklären. Sag mal, aber bei euch in der Mathematik werden kognitiv mobile Leute weniger zitiert? Gut, da müssen wir noch mal später drüber reden. Ich trage Ihnen noch zwei signifikante Beispiele aus Fragebögen vor. Friedrich Wilhelm G., damals Augsburg, heute und auch in Zukunft München LMU. Seitdem ich auch regelmäßig auf allen deutschen Apothekertagen auftreten muss, habe ich doch erhebliche Mühe, dass ich bei den historisch-kritischen Ausgaben der Werke, für die ich Verantwortung trage, ich nenne hier aus der Fülle nur Max Weber, Marianne Weber, Anton Weber, Andrew Lloyd Webber, vielleicht haben wir da doch was falsch abgeschrieben, unser zügiges Erscheinungstempo gehalten werden kann. Apothekertag gegen die Webern-Gesamtausgabe. Und der zweite, Hubert W. mit dem Körper in Münster, mit dem Herzen in Oberschwaben. Gut. Natürlich arbeite ich genauso viel wie früher auch, aber ich schreibe jetzt historische Romane und Krimis, weil ich dann doch leichter ins Fernsehen komme. Okay, gut. Ich glaube, wir wechseln besser zum dritten Fragenkomplex. Ja, 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 ja. Der dritte Idee. Fragenkomplex ist der zur Hagiographie des Leibniz-Preisträgers. Und da müssen wir schon zunächst mal jetzt auch wieder eine sehr wichtige und etwas kritische Frage stellen. Sind Sie der Meinung, dass die Leibniz-Preisträger und Leibniz-Preisträgerinnen eigentlich die Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommen, die sie verdienen? Werden die hinreichend gewürdigt? Grün wäre ja, rot wäre nein.
tendenziell. Das ist zum größeren Teil grün, oder? Die statistische Auswertung über die Kameras wird laufen. Ich glaube, wir fragen nochmal die Leibniz-Preisträger. Nur Leibniz-Preisträgerinnen und Leibniz-Preisträger, sind Sie der Aufmerksamkeit, dass Sie genügend gewürdigt wurden? Ja, die meisten auch schon. Auch ein sehr disparater Befund. Zum Teil verstehe ich, was da gezeigt wird. Ja, ist so ein das, Beispiel aus dem Fragebogen, wenn wir es sozusagen auch nicht nur, jetzt wieder nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ hören wollen. Merkwürdig, ein Mensch, der offenbar diesen Preis mehrfach gewonnen hat, weil sein Name bei jeder Preisverleihung genannt wird und auch in jeder Preiskomiteesitzung. Gottfried Wilhelm L., Universalgelehrter. Naja gut, also das gibt es auch nur noch selten. Lustigerweise ein Zitat in einer orientalischen Fremdsprache. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisci. Ich übersetze das einfach mal ins Deutsche. There is nobody who loves pain as pain, who seeks pain and would love to have pain because it's pain. Also wenn ich das jetzt richtig auslege, das können wir ja, es geht ja nicht um Kühlschränke mit Bier, heißt das offenbar, Leibniz-Preisträger nehmen den mit dem Preis verbundenen Schmerz des totalen Ignoriertwerdens in französischen Medien, südafrikanischen Medien auf sich, obwohl sie keine Masochisten sind, die den Schmerz um ihrer selbst lieben, den Schmerz nie mehr richtig arbeiten zu können, Tausenden von Beiräten, den Schmerz immerzu von Presse, Funk und Fernsehen, aber natürlich nur vom Lokalfernsehen in Oberschwaben belagert zu sein, also nie wirklich richtig gewürdigt zu werden von ARD und ZDF und wo wir alle gern hinwollen. Was machen wir, Günther? Es gibt Gott sei Dank einen sehr schönen Vorschlag der Geschäftsstelle der DFG, der im Moment in den Gremien diskutiert wird, nämlich auf der Adenauer Allee und zwar direkt hier vor der Bundeskunsthalle sozusagen einen Leibniz Walk of Fame einzurichten nach Hollywood-Vorbild. Ich würde, Applaus ist schön, aber ich würde trotzdem gerne, finden Sie das eine gute Idee? Das ist einhellig, das ist ein sehr glücklicher Zufall. Als besondere Überraschung ist nämlich, während diese Veranstaltung läuft, heute Abend hier schon die ersten 12 Sterne vor dem Gebäude verlegt worden. Die wird es dann später zu bewundern geben. Was mich besonders freut, ist, dass auch die Presslufthämmer hier die Veranstaltung kaum gestört haben. Aber ich glaube, die Fragen zur Hagiographie und Lobhudelei der Leibniz-Preisträger sind für uns für diesen Abend hinreichend geklärt. Ein Gerücht verraten wir Ihnen natürlich noch, aber nur hinter vorgehaltener Hand, damit Sie nachher, wenn es den Empfang gibt, auch worüber zu reden haben, nämlich, dass dieser Vorschlag mit den Sternen eine geringfügige Modifikation war. Und zwar war der ursprüngliche Vorschlag von einem bekannten Mittelalter-Germanisten, der nach Jahren an einer technischen Universität jetzt in einer Universität neben einer technischen Universität lehrt. Dieser Mittelalter-Germanist fand den Vorschlag der Sterne ein bisschen neumodisch und fragte auch, woher diese Idee käme. Vor allen Dingen von Sternen, die von Passanten mit Füßen getreten werden. Wollen wir das wirklich? Und schlug vor, stattdessen vor dem Bonner Rathaus eine Figur, so eine Stange zu etablieren, an der jeweils ein Preisträger ausgestellt wird und besichtigt werden kann. Man nannte diese praktische Präsentationsform im Mittelalter Palus, das übersetze ich jetzt lieber nicht ins Deutsche. Meine Damen und Herren, wir empfehlen diese Vorschläge noch mal gründlich zu überdenken. Es ist vielleicht auch sehr teuer für die DFG, da immer Sterne hinzulegen. Möglicherweise reicht es ja jedes Jahr zu Weihnachten einfach eine Krawatte. Mindestens ein Leibniz-Preisträger würde sich sehr freuen, wenn die Krawatte schon im September verschickt wird. Schauen Sie sich die Sterne an. Formschön sind sie, aber endgültig entschieden, ob die da bleiben, scheint es noch nicht zu sein. Stimmt. Damit, meine Damen und Herren, Sie sehen, unsere Papiere sind alle, was Sie nicht sehen, auch seine Computerpräsentation ist alle. Schönen Abend, unterhalten sich nett.